Ja, wenn man bei Google den Suchbegriff Alexa eingibt, dann zeigt einem gleich der zweite Treffer, wofür dieses Örtchen bei Lehrte bekannt ist. Heimat der Geier steht dort geschrieben und tatsächlich halten sich die Alexa in echter Geier-Manier seit Jahren in den oberen Ligen der deutschen Volleyballlandschaft. Und heute freue ich mich über einen, der in Alexa vermutlich einen Promi-Status genießt, Harald Thiele. Ja, hallo Herr Thiele, schön, dass Sie es Hallo. geschafft haben. Freue mich ganz doll. In Alexe ist Volleyball, glaube ich, der Volkssport Nummer 1. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal bei euch zu Gast und ich muss sagen, die Stimmung in der Halle, die Atmosphäre ist einfach überwältigend. Und da gleich zu Anfang die Frage: Wie lässt sich diese Begeisterung, dieser Hype für Volleyball in Alexe einfach erklären? Naja, erdverbunden, authentisch, emotional, hohe Spielweise. Keiner denkt an sich, sondern die Mannschaft. So war es bei den Herren. Da sind wir mit den Treppen Stufe für Stufe in den Ligen nach oben gegangen. Das große Ganze war im Blickfeld. Egal wer oder wie. Es gab keine Stars in dem Sinne, sondern es wurde Gemeinschaft was erzielt. Und das wurde rübergebracht an das Publikum. Und deswegen sind sie wiedergekommen und haben uns unterstützt. Ja, das ist ja jetzt auch schon wirklich seit Jahren im Prinzip, ne? Wir haben ja zweimal den Zuschauerschnitt gehabt, den höchsten Zuschauerschnitt in der zweiten Bundesliga Nord. Ne, und das war schon für so ein Dorf nicht schlecht. Ist amtlich, definitiv. Ja, Sie waren im Prinzip 12 Jahre als Trainer der ersten Herrenmannschaft aktiv, haben 6 Aufstiege miterlebt, sind im Prinzip durch Höhen und Tiefen mit dieser Mannschaft gegangen. Jetzt soll erstmal Schluss sein als Trainer. Ganz ohne Volleyball geht es dann aber wohl doch nicht. Mal ganz kurz, was hat Sie zu dem Rücktritt bewegt und wie geht es jetzt mit Ihnen und den Sportfreunden im Prinzip weiter? Ja, meine 12 Jahre ist natürlich auch eine ganze lange Zeit. Und man muss auch mal durchatmen. Jetzt ist eigentlich so die Zeit nach der Saison, weil ist ja Ende März immer zu Ende so oder Mitte April in der zweiten Liga, hat man Zeit zum Durchatmen, man überlegt und es war einfach mal Zeit, es braucht auch mal was Neues. Entweder für mich oder auch für die Mannschaft was Neues rüberzubringen, neue Ideen. Ne, zumal ich ja noch nebenbei stark berufstätig bin mit 50, 55 Stunden, braucht die Mannschaft auch einen neuen Input. Nichtsdestotrotz, durch die erste Dame, die bei uns in die zweite Liga aufgestiegen ist, wollen wir ja die Erfahrung, die ich sammeln konnte. Ich durfte auch mit immer organisieren: Spielpläne, Hallenzeiten, Zuschauer, Organisation und so weiter. Diese Erfahrung weitergeben. Ja, und das kann ich von zu Hause auch ab und zu vom Sofa machen und muss nicht dreimal in der Woche in der Halle stehen. Ja, Sie hatten es angesprochen. Also die erste Herren hat den Aufstieg dieses Jahr knapp mit einem Punkt leider verpasst in die Ja. zweite Liga. Die erste Dame ist hingegen Meister der dritten Liga geworden und Jawohl. ihre Tochter spielt da auch. Auf was für Mannschaften trifft man denn da so in der zweiten Liga? Ist man da wirklich so dieses gallische Dorf ja, umgeben von übermächtigen Römern oder wie kann man sich das vorstellen? Am liebsten sowieso immer. Das lässt sich immer leichter spielen. Und wer will nicht, es steckt nicht in jedem ein kleiner Gallier am liebsten, ne, gegen die Römer oder gegen die hohen großen Städte wie Schwerin, Volleyballinternat. Zwei Berliner Mannschaften. Emlichheim spielt seit 12 Jahren zweite Liga. Ne, ist jetzt deutscher Meister geworden bei U20. Unglaublich. Also, das sind schon Städte mit großer Tradition. Bad Laa, zigmal deutscher Meister in der Jugend. Also, da sind wir schon das kleinere Dorf. Wie gesagt, seit 8, 10 Jahren ein bisschen erfolgreicher ist. Ne? Und jetzt mit dem Damen ziehen wir jetzt nach. Also wir sind schon noch die Underdogs. Ist man im ersten Jahr in der höheren Liga sowieso immer. Aber ist doch toll, man kann nur gewinnen. Absolut. Ich meine, der Verein zählt ja auch 7 Damenmannschaften, 3 Herrenmannschaften, Mixteams, Beachteams, eine Jugendabteilung. Auf eurer Website sieht man im Prinzip, dass viele Spieler, die ja auch in den ersten Mannschaften spielen, auch aus Alexe kommen. Man hört ja von ländlichen Vereinen immer wieder, dass sie Probleme haben, Mitglieder zu generieren. Wie macht ihr das dann, Alexe? Ja, also wir haben ja das Glück, wir haben eine S-Bahn-Station. Das heißt, es sind nicht nur Alexer in diesen vielen Mannschaften, in diesen 100 spielenden Mitgliedern, sage ich es mal so, vielleicht sind es auch 120, sondern sie kommen auch von weiter weg. Ne, wir konnten auch zu meiner Zeit, also bei den ersten Herren, auch Spieler aus Braunschweig und aus Hildesheim gewinnen, ne, die auch gekommen sind und einfach diese Atmosphäre, die wir vorhin beschrieben haben, miterleben wollten. Ähnlich bei den Damen, da ist es ein bisschen anders. Sie sind aus Hannover, ja, Stadt, City Hannover, rübergewechselt. Wobei einige Jugendspielerinnen von uns da sind, jetzt in der Mannschaft, die da weiterspielen. Aber wir haben ein gutes Einzugsgebiet, es ist leicht zu erreichen. Die Jugend hat da auch Möglichkeiten. Landesmeisterschaften, wir waren ja auch 7-mal mit Hallenmeisterschaften bei deutschen Meisterschaften, das zu erreichen. Und dann nehmen die 14-Jährigen, 15-Jährigen auch mal eine Anreise von einer Dreiviertelstunde in Kauf von Nassing.
für ein Trikot, für warme Worte, für Herzlichkeit. Und die investieren das. Tolle, tolle Menschen. Ja, und für die Liebe zum Sport. Ja, ja, Herr Thiele, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für diesen kleinen Einblick in die Volleyballwelt in Alexe. Ich wünsche bei der Saisonvorbereitung für die zweite Liga bei den Damen und die dritte bei den Herren alles Gute. Und ja, freue mich auf den nächsten Besuch von Ihnen. Ja, wir können heute gleich einen Termin machen. Ja, sehr gerne. Wir sehen uns. Okay, schönen Dank.